Das ist jetzt eine Demonstration, wie eine 2D-Schablone auf den Schuhleisten kommt. Ich habe mal hier grau die Schablone. Die ist 223 mm lang und die kann man jetzt auf den Schuh drauflegen. Ein Beispiel mal hier. Wenn ich dort die Länge angebe, 212, das ist jetzt durch die Krümmung bedingt. Wenn ich also die Schablone hier vorne auf die Spitze drauf lege, dann läuft die nach hinten durch. Wir sehen, hier wird sie ein bisschen auseinandergezogen. Hier fehlt Leder, hier oben wälzt sich das Leder, hier drüben genau das gleiche. Zweite Möglichkeit ist einfach reduziert auf nur 144 cm, das ist jetzt dieses Stück. Wenn man sich die anschaut, steht hier bei Länge 144 drin. Und bei der anderen steht hier Länge 220 mm drin. Momentan ist alles auf 1 mm genau. Man kann das genauer machen. Das kostet dann einfach Rechenzeit. So, wie funktioniert das Ganze? Ich wähle das Ziel aus. Das ist das hier. Momentan im Testfall sind die beiden Sachen hier unten noch hartkodiert drin. Das kommt als nächstes raus. Gehe auf Kurve, geodätische Mapping von Patch auf einer Fläche. Nehmen wir diesen Befehl her. Dann dauert das hier ein bisschen. Das kann man sicherlich auch nochmal um den Faktor 2 optimieren. Aber jetzt sind wir erstmal zufrieden, dass es geht. Und jetzt ist eingestellt für diesen die Startposition UV ist 40-50. Das ist also in der Mitte vom Schuh ungefähr bei 40, also ein bisschen seitlich verlegt. Hier geht also das los. Und die gesamte Länge ist in dem Fall 100. Das heißt, das Stück hier sind jetzt die ersten 100 mm. Das ist also hier rein so ein Stück. Und wir sehen jetzt, wir haben auf der einen Seite hier diese Beule. Das ist dieser Berg hier. Und wir sehen auch jetzt wieder hier diese Überlappung. So, was kann ich machen? Ich könnte jetzt von hier aus den Richtungswinkel, der steht auf 0 Grad, den könnte ich jetzt ändern. Könnte sagen, ich drehe das ganze Ding jetzt mal auf 20 Grad. Und aktualisiere das, dann wird das also jetzt hier rumgedreht. Dauert ein bisschen. Und jetzt liegt das Leder also schräg drauf. Das heißt, hier faltet sich das stärker. Hier drüben passiert nichts. Und jetzt können wir den Spaß nochmal machen. Wir gehen auf 120 Grad. So, und jetzt läuft das Leder nach unten. Das heißt, wir sehen, wenn ich das Leder jetzt so auflege, dann wird es natürlich hier über diese Kante gebrochen, auseinandergezogen. Hier unten dann, wenn ich auf die Sohle gehe, wird es nochmal auseinandergebrochen. Das wird natürlich kein Schuster wirklich machen. Aber es funktioniert. Es dauert halt jetzt momentan von der Rechenzeit doch ziemlich lang. Also das heißt, wenn ich jetzt auf 190 gehe, dann liegt das Teil fast genau um 190 Grad gedreht nach vorne und wir sehen, das überlappt jetzt auch nach vorne. Wichtig ist bei diesem Teil die Länge, das ist dieses Stück. Das ist also die geodätische Linie, die sauber aufgeklebt ist. Alles andere, was dann senkrecht dazu quer gestrichen wird, passt sich der Fläche an und wir sehen hier in dem Bereich, also wo das auseinanderklafft, das heißt, wir haben hier eine Dehnung im Leder zu erwarten und diese Faltung, die haben wir ja vorhin bei den anderen schon hier oben gesehen. Hier in dem Bereich, die Überlappung.